Welcome back, liebe Leute. Wir haben Alex verloren, aber ich habe über diesen Typen gesiegt. Jaha! Shaquille O'Neal ist zum Boden gegangen. Jetzt muss ich aber wieder zurück, denn ich habe das Werkzeug. Und das mache ich am besten, wenn ich... Wo lang geht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich muss darüber, aber... Wie, Freundchen? Wie? Ich muss doch nicht wieder darunter, oder? Nee, das würde keinen Sinn machen. Oder schon? Ja, ich mach's einfach. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, da war mal der untere Teil des Schiffes. Was ist, wieso? Das verwirrt. Ah, ich hasse es, wenn ich nicht weiß, wo ich lang muss. Das geschieht leider zu oft. Hier ist mein Zimmer, oder war mal mein Zimmer. Was? Ich habe es gefunden. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Filme als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ja, die hat mich schon überall hingeschleppt, die liebe Sam. War an vielen Partys voll total besoffen. Aber hat Spaß gemacht. Durchaus hat Spaß gemacht. Gut, zum Glück bin ich nochmal da runtergegangen, sonst hätte ich das nie gefunden. Jetzt wäre ich aber wirklich froh, wenn ich wüsste, wo du. Aber ich weiß leider, ich habe kein Gym. Ah, hier hoch, war ja klar. Habe ich mir doch gedacht. Ja, mit meinem neuen Gadget kann ich hier ohne Probleme hochfahren. Voilà. Ja, noch einmal. Gut. Wieso leuchtet es hier so? Verdächtig. Hier muss was Großes rauffallen. Ah, okay. Da haben wir was Großes. Einmal bitte ziehen. Et voilà. Ich glaube, wir nähern uns dem Monstern. Ein altes Tagebuch. Und ein Tagebuch. Schlag mal Seite 364 auf und lies vor. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über... Ja, dort will ich die ganze Zeit hin zum Ritual, zur Ritualkammer. Ja, pack das Buch einfach in die Hosentasche. Antike Ruinen, wie bereits alten Basis. Tausende andere Kontrolle Sachen. Über die Stürme. Ich brauche Antworten. Die gibt's hinter dieser Tür, meine liebe Lara. Okay. Okay. Kann ich hier doch? Nein. Na, was ist da hinten? Geocache. Hier durch, Lara, bitte. Danke.
Ah, jetzt kann ich hier aufmachen. So. Das ist wirklich ein nützliches Gadget. Und jetzt muss ich... Wo Lara, hilf mir. Da lang. Okay, gehen wir eben da lang. Hältst du dich bitte fest, wenn ich hier rüber... halt dich fest. Ich mache ja eine Grillpause. Nein, ich habe ja nichts, kein Berku. Gut, weiter geht's. Wieso kann ich hier nicht rollen? Das würde einiges schneller gehen. Ist wieder so blöd ruhig hier. Es ist so still. Gut, das liegt daran, dass es Nacht ist. Was sind hier Gegner, Lara? Rede mit mir. Fangen wir hier auf. Right. Super. Epe, give it to me. Entschuldigung. Frosch im Hals, der keine mit dir teilt. Oh. Ups. Du siehst mich nicht. Lara, was hast du? Ah, warte. Oh, nicht den Baum. Der Baum ist gefährlich. Ups. Nein. Lara. Das Ganze war ein wenig ungeplant und kurios. Gut, noch einmal von vorne. Der muss nicht unbedingt rennen. Ah, was du? Nein, du brauchst keine Hilfe. Du musst nur sterben. Danke. Hier, neues Lager. Das ist super. Ein Tageslager. Die Grotte. Wir sind bei der Grotte. Hey, Ui, gut. Boah, wenn es nur so schnell wieder hinaufgehen würde. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen.
Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Reyes ist ja was sowas von unfreundlich. Klettern sie zur Forschungsbasis. Ja, wieder klettern. Ja. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den Sprit. Kindheitstrauma. Ich höre eine Wildsau. Da. Da ist Puma. Oder Timbo. Da ist ein Zwillingsbruder. Mist. Ich hatte gehofft, dass ich das Seil mich hinaufziehen, aber war ja klar. Muss ich? Wo muss ich? Da. Ah, okay. Alles ja gut. So. Was soll das? Oh, langsam, langsam. Treten Sie die Forschungsbasis. Mach ich. Boah, das ist ziemlich weit oben. Aufmachen. Da ran. Oh, was ist das da? Was haben wir da denn? Darüber. Fest, gut. Einfach klettern. So, nicht ablenken lassen. Konzentration. Ich würde mich ankacken, wenn ich schon wieder runterfalle. Ein Buch. Lesen wir zwischendurch. Ein Diese Buch. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner dich mag ich nicht. Völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten.
Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt. Der Typ ist doch krank. Denk nur an die verdammte Serie. Wie? Ich muss hier irgendwie... Lara, da hoch muss ich. Hilfst du mir? Nee. Zuerst umschauen, dann springen. Gut. So scheint's zu klappen. Ja, natürlich einmal eine Runde herum. Ja. Der Skilift ist außer Betrieb. Komm hierher. Okay. Das war knapp. Schaffe ich das? Nee. Ja. Ui. Nein. Oh Gott. Gut, nee. Oh. Muss ich gar nicht hier rauf? Gar nicht hier hoch. So. Rechts rum. Ich mache eine Pause, Leute. Also, wir sehen uns im nächsten Teil. Ciao, YouTube.